Wir haben Ihnen ja gerade ein bisschen was von unserem neuen XP 5.1 Decoder erzählt. Und jetzt sind wir hier rübergegangen in unser sogenanntes Musterzimmer, Herr Fröhlich. Und wir wollten, glaube ich, über ein paar ausländische Modelle sprechen. Ja, genau. Aber eine Geschichte wollte ich mal den Herrn Fröhlich fragen. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass Sie eine neue Brille haben? Neues Jahr, neues Glück, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber hallo. Aber Sie haben nicht gesagt. Nein, habe ich noch nicht gesagt. Ja. Ja, tut mir Er leid, guckt mich also. immer nicht an. Die Geschichte mit den Mitarbeitern, da haben wir es wieder. Tut mir leid. Okay, kein Problem. Aber Publikum hat er schon gesehen. Pico-Freunde haben das mit Sicherheit schon entdeckt. Gut, also ich sage es bei meiner Frau, wenn sie eine neue Frisur hat und so weiter oder die Haare beim Friseur war, dann sage ich sofort natürlich, tut mir leid, dass es jetzt untergegangen ist. Aber es ist hier nicht der Einzige. Ich habe den nämlich schon vor Weihnachten gehabt. Keiner hat das gemerkt. Aber sie ist trotzdem schön. Absolut. Danke. Gerne. Ja, wegen Neuheiten. Wir haben ja jetzt drüben ein paar Formneuheiten angeguckt. Wir haben natürlich auch noch Druckvarianten international. Und ich glaube, es ist auch was Besonderes wieder, wie wir es ja vorhin angesprochen haben, dass wir relativ früh Neuheiten ausliefern. Und da haben wir jetzt schon eine ganze Reihe, die unterwegs sind zu uns, die jetzt zur Auslieferung kommen. Und da möchte ich jetzt einfach mal auf Okay, unsere fangen drei Sie an. Vectron-Logs aufmerksam machen. Unsere Freunde aus Dänemark freuen sich sehr, dass wir den dänischen Vectron rausbringen. Ich glaube, das sind wir auch wirklich der Erste auf dem Markt, der den jetzt realisiert hat. Der ist schon aus der Produktion, ne? Der ist schon aus der Ja, Produktion okay. fertig, so wie er ist, eine Formvariante. Wir haben das natürlich angepasst, was die Sandkästen angeht, dass es auch wirklich zum authentischen Vorbild passt. Dann haben wir nebendran den RegioJet aus Tschechien. Hatten wir schon vor einiger Zeit mal einen Vectron im Programm. Jetzt haben wir einen neuen gebracht. Mit den neuen schönen Stromabnehmern haben sie jetzt extra ins Bild gehoben und auch den neuen Rädern. Und für die italienischen Freunde der Modellbahn haben wir eine InRail-Lokomotive. Und so kommen jetzt gleich Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe an neuen Lokomotiven, die sofort im Markt angeboten werden. Also die sehen auch einfach Ja, gut die aus. habe ich. Die ist ja auch schon fertig, wie ich im November drüben war in China. Da haben sie die gerade gedruckt. Aber dauert natürlich ein Schön. bisschen, bis die da sind Ja, klar. aber wirklich ganz, ganz schön geworden. Schön Und geworden. finde ich, haben auch alle ein tolles Design beim Vorbild und das haben wir natürlich auch wirklich schön umgesetzt, denke ich. Prima. Ja, dann kommen natürlich noch andere Wagen, also im Klassik-Nostalgie-Bereich zum Beispiel unser Hexenkuss für die Freunde der Deutschen Reichsbahn, hier mit Bremserhaus, ist auch ganz, ganz schön bedruckt, ist ein tolles Fahrzeug geworden. Wie heißt das? Hexenkuss? Hexenkuss, ja. Wer ist denn der Hexenkuss? Ja, also dadurch sollten wir jetzt vielleicht noch nicht drüber reden. Wir wissen ja nicht, wer alles zuschaut, aber vielleicht mal später, dann zu einem späteren Tageszeit. Später. Genau. Sie kennen den Hexenschuss. Ah, Hexenkuss, bleiben wir bei. Hexen. Den nächsten Schuss können wir auch kriegen. Hexenkuss. Also, Sie kennen den. Allgemein beliebt, Hexenkuss. Ja, ist ein Okay. schöner Sammlerwagen. Ja. Und da haben wir eben eine ganze Reihe, also auch für Italien ist was dabei und für die Schweizer. Und ich glaube, jetzt gehen wir einfach noch mal ein bisschen auf die Fahrzeuge ein, die wir so insgesamt für die Okay. Importeure und für die Ausländer haben. Ich schiebe die mal ein bisschen zur Seite und vielleicht können Sie da Ja. mal anfangen. Gut, also, dann darf ich mal kurz was präsentieren. Und zwar haben wir hier die D141 141. Kann das immer noch. Sie können sich erinnern, in China, wo ich am Strand war, im Hotel und Ihnen das Intro für die italienische Präsentation gemacht habe. Lange geübt. Schönes Modell. Ja, sagen Sie was dazu? Ganz, ganz wunderschön ist eben, wenn Sie oben reinschauen, eine ganz, ganz tiefe, wo Sie reinschauen, wo der Lüfterbereich oben ist, haben wir extra auch farblich ein bisschen hervorgehoben. Und natürlich ist auch bei der Lokomotive das Geländer geätzt, auch sehr fein. Und wenn Sie reinschauen in die Lokomotive, der Führerstand, der Führerpult ist beleuchtet, ist auch digital schaltbar. Und die Italiener haben sich wirklich riesig drüber gefreut und haben uns dafür gelobt, was für eine tolle Ausführung ist. Ach, und übrigens, da haben wir vom Fausto Faustino, der hat uns also auch was gesagt. Können wir mal gerade auf den Screen schauen? Der will uns nämlich was über die Cento Quarantuno sagen. Sehr gerne. Contraccambiamo gli auguri di buon anno a voi e a tutti i fans dei modelli ferroviari Pico. I modelli Pico prodotti negli ultimi anni sono molto apprezzati dai modellisti italiani grazie alla loro ottima qualità e riceviamo molte email di congratulazioni e soddisfazioni. Sono modelli molto fedeli al reale, con un funzionamento e un sound davvero eccezionali. In particolare, i sound riprodotti per le inedite locomotive di 145 e di 141 sono stati registrati direttamente qui in Italia dai tecnici Pico, uno staff motivato e molto professionale.
La D145 dell'EFS, nella sua prima versione, quella del deposito locomotive Milano Smistamento, ha ottenuto un riconoscimento come miglior modello di locomotiva dell'anno 2019 da parte della FIMF, Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, premio che ci è stato conferito qui presso la nostra sede lo scorso ottobre. Il mio lavoro di consulente per la ditta M Models è la ricerca dei modelli da far riprodurre alla ditta Pico, oltre alla collaborazione per il controllo dei disegni e layout, e con tutta sincerità sono molto soddisfatto di lavorare con lo staff della progettazione, perché sono persone molto competenti e ringrazio il dottor Wilfer per la fiducia che ci ha dato nell'accettare le nostre proposte. La locomotiva D141-1004 Deposito Locomotivi di Mestre, epoca quinta, da poco arrivata sul mercato italiano, ha ottenuto un enorme successo. L'ottima qualità e la minuzia dei particolari, come l'illuminazione del banco di guida, la tenda e la griglia, hanno molto divertito e soddisfatto i modellisti. La prossima sarà la versione della D141-1019 Deposito di Padova di epoca quarta e poi un ulteriore modello della D141-1023 Deposito di Savona con modifiche alla carrozzeria. Per questo anno sono due i modelli della D141 ma molto diversi tra loro. Le prossime novità di locomotive, carri e carrozze saranno senza nessun dubbio apprezzati dai modellisti italiani e ci auguriamo un buon successo per il 2021. Un caro saluto a tutti e speriamo di rivederci presto. Grazie Fausto, arrivederci. Und dann kommen wir wieder zu einem weiteren europäischen Land, nämlich zur Schweiz. Jawohl. Was haben wir da? Da haben wir die RE441, ganz tolles Modell sieht geworden. Sieht richtig toll aus. Wow. Auch wunderschön. Ich habe ja da ein Bild gemacht für ein Plakat und habe die dann wirklich groß gezogen. Und wenn Sie dann mal die Details anschauen, also vieles ist ja so, man betrachtet, sieht einfach ein schönes Fahrzeug. Ja. Aber wenn man dann in die Details reingeht, also es ist dann wirklich so eine Vielfalt, was in so einem kleinen Fahrzeug alles drinsteckt, ist ein ganz, ganz schönes Modell geworden. Und wir haben ja auch noch mehr oder weniger einen Nachfolger dazu. Sie bringen gerade rein. Okay, das ist? Die AE66. Die AE66, aber noch nicht ganz fertig. Noch nicht ganz fertig von Bedruckung und Lackierung, aber es ist trotzdem ein weitgedientes Modell. Und auch hier, wenn Sie das Dach angucken, Sie haben es vorhin schon angesprochen mit den Pantographen, die sind wunderschön. Und an der Seite die Drehgestelle, die sind auch wunderschön. Also auch hier die eckigen Fenster. Und man kann wieder in den Maschinenraum reinschauen. Jawohl, und so. Genau. Also ich glaube, unser Standard, der ist wirklich für den ganzen Markt mittlerweile wirklich bestimmend und da können sich einige warm anziehen. Und dazu wollte doch der Herr Stahl aus der Schweiz noch was dazu sagen auf unserem anderen Bildschirm. Herr Stahl. Hallo nach Sonneberg aus der Schweiz und herzlichen Dank schon vorab für die Präsentation der AE66. Grüezi miteinander und herzlich willkommen aus der Avico AG aus Ettingen. Wie ihr schon sehen könnt, ist das erste Vorabmuster von der AE66 Ticino in Sonneberg eingetroffen. Ein ganz tolles Modell, Haufen Details dran, Erzteile und wie beim Original auch die diversen Unterschiede gegenüber von der Serienmaschine. Wie zum Beispiel andere Drehgestelle, ein anderes Dach oder wie bei den ersten Kantonsloggen gerade Eckfenster. Und weil es ja so schön ist, machen wir gerade eine zweite für 2021, und zwar ein Städtelok, das 11485 Thun, in der roten Farbgebung mit Rangierhandgriff und Rangiertrittbrett. Dann machen wir weiter mit der RE441. Wir haben ja dieses Jahr das 75-jährige Jubiläum von der RE441. Dementsprechend bringen wir das 401 in der Ursprungslackierung und Zustand, wie sie abgeliefert worden ist an der SBB. Sprich mit vier Vierstandstüren, den Fenster auf der Seitenwände und die horizontal verlaufenden vier Lüftungsgitter. Dementsprechend wird es auch noch Änderungen geben am Drehgestell. Und auf Wunsch von vielen Kunden bringen wir eine dritte Serie vom RBE44, 540 NPZ, samt dem Steuerwagen mit neuen Betriebsnummern. Jetzt kommen wir zu den Personenwagen. Als erstes der Eurofima-Wagen, erste Klasse, in grauer Farbgebung mit roten Türen. Und dann machen wir weiter mit der Erfolgsserie EW1,
Dreier-Set SBB, Falltüren, grüne Farbgebung und alte Schrift. Und zwei BLS-Set mit Aussenschwingtüren und Omega-Logo. Ah, und nicht vergessen, noch ein Speiswagen, und zwar Le Buffet Suisse, Calandaland als Einzelwagen. So, jetzt zu den Güterwagen. Auch dort haben wir ein paar ganz schöne Neuheiten für Sie parat. Ich fange gerade an, ein Doppelset Scheibe Planewagen Vascosa, orange-blau mit einem grossen Schriftzug auf der Seite. Dann werden wir zwei Hochbordwagen-Set EOS bringen. Einmal zwei graue in einem Set mit Holzladung und ein zweites Set pink, davon ein Wagen mit Graffiti. Kommen wir jetzt zu der Spur N. Auch dort machen wir weiter mit unseren EW1-Wagen. Zwei SBB-Set bringen wir dieses Jahr. Ein Set dann mit dem Self-Service-Speiswagen, die restlichen Wagen mit alter Beschriftung und dann zwei BLS-Wagen-Set. EW1 mit Falltüren blau-beige, davon ein Set mit dem bekannten Käse-Express-Speiswagen. So, und für unsere Spur-G-Freunde bringen wir den Schiebeplanenwagen Vascosa, also gleich wie in H0, blaue Plane, orange Stirnfronte und der grosse Vascosa-Schriftzug. So, ich glaube nichts mehr vergessen, sonst können wir alle unsere Neuheiten auf unserer Homepage sehen, und zwar hier. Und sonst Ende Monat bei eurem Fachhändler ist dann unsere neue Ausgabe vom Modelldepot verfügbar. Herzlichen Dank, bleibt alle gesund und weiterhin viel Freude mit dem Hobby. Dankeschön, ade miteinander. Also vielen Dank, Herr Stahl, dass Sie so ein kleines Intro gemacht haben für uns. Und dann gehen wir weiter. Sehr gerne. Herr Fröhlich, was haben wir noch? Dann kommen wir auf Frankreich und Belgien. Ah ja. Das scheint ein Schienenbus zu sein. Jawohl, ne? Und der kam auch super auf den Markt an und dementsprechend wird es auch dieses Jahr Varianten davon geben. Und ich meine, man braucht eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Er ist bekannt auf dem Markt, es kommen Varianten für die Sammler dazu. Er wird auch mit neuen Nummern kommen für jemanden, der vielleicht zwei oder auch mal vielleicht noch ein Fahrzeug einfach in sein Depot stellen möchte. Und die Belgier waren da auch happy und die Franzosen, sie haben nebendran die CC 25.000 in Ausführung der 6051. Die haben wir auch noch? Die haben wir auch noch. Die haben wir auch noch da. Okay. Und die ist auch schon zur Auslieferung gekommen. Wir haben jetzt hier nochmal ein Muster, wo wir zeigen wollen, weil hier durch diese Farbkontraste natürlich auch ganz toll zum Tragen kommt, wie viele Einzelteile hier montiert sind bei so einem Fahrzeug. Sie haben ja auch mal den Film mitgebracht aus China, wo gezeigt wurde, wie aufwendig eigentlich von der Produktion her so ein Fahrzeug ist. Können sich viele überhaupt nicht vorstellen, was da alles an Arbeit drin steckt. Und ich denke, dass die Franzosen sich da auch sehr drüber gefreut haben. Ja, da haben wir ja den Herrn Thérion gefragt und der Herr Thérion wollte uns ja auch noch was dazu sagen. Und ja, Herr Thérion, bitteschön. Gutes Neues, lieber Herr Dr. Wilfer und lieber Herr Fröhlich. Und ein herzliches Bonjour aus Frankreich. Nun zu Ihrer Frage. Ja, die beiden Modelle sind sowohl in Belgien als auch in Frankreich sehr gut angekommen und haben trotz der Corona-Pandemie für viel Freude bei den Modellbauern gesorgt. Auf die zahlreichen technischen Vorzüge beider Modelle haben Sie ja bereits hingewiesen. Der Erfolg des Schienenbusses und insbesondere der CC 25.000 ist jedoch auch historisch begründet. So hat der belgische Dieselschienenbus des Typs 553 und der Serie 46 über mehrere Jahrzehnte das Eisenbahnlandschaftsbild in Belgien geprägt. Für viele Belgierinnen und Belgier, die damals noch kein Auto besaßen und auf dem Land wohnten, waren diese sympathisch, ja fast niedlich wirkenden Schienenbusse das Haupttransportmittel. Nach dem sehr erfolgreichen exklusiven Pico-Modell von T2M, der CC 6051 vom vergangenen Jahr, wird es 2021 zwei weitere neue Pico-Modelle der Serie CC 25.000 exklusiv bei T2M geben. Und es gibt dieses Jahr außerdem noch weitere neue belgische und französische Pico-Modelle exklusiv bei T2M. Liebe Modellbahner und Freunde der Marke Pico, ich hoffe, Sie freuen sich genauso wie wir von T2M auf diese schönen Pico-Neuheiten. Ich wünsche Ihnen für 2021 alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit und Freude. Okay, vielen Dank, Herr Thérion.
Und dann haben wir noch was für die USA. Für die USA. Ja. Okay, also schauen wir mal. Ein Desiro. Ein Desiro, der ist natürlich jetzt noch nicht fertig, aber ich habe ihn extra jetzt mal mitgebracht. So ist der Desiro, den alle kennen bei uns. Der fährt auch in den USA. San Diego? Ganz genau. In den USA hat er allerdings eine Modifizierung erhalten, sprich die Dachausrüstung ist komplett anders als bei uns. Mhm. Und da gehen wir nicht einfach hin und sagen, da machen wir einen anderen Druck drauf und liefern das aus, sondern wir haben natürlich versucht, das anzupassen und der wird wirklich als Formvariante kommen. Und da schauen wir mal. Hi Jonathan, can you tell us a little bit about the Desiro and whether you like this or not? Please, come on. Hi, I'm Jonathan Metter and we're here in Pico America's service department. And you may very rightly think of Pico for the thousands of great quality HO European models. We're going to talk today about two new Pico HO models with a distinctly American connection. If you ride a commuter train in Germany, you very well might ride on a Siemens Desiro diesel rail car. And some years ago, our own North County Transit District in San Diego selected those very same rail cars for the new Sprinter rail service that connects the cities of Oceanside and Escondido. And of course in San Diego, the summertime temperatures can be quite a bit warmer than Germany, so those have much larger air conditioners on the roofs, and Pico will replicate those air conditioners and put them on the models and decorate them in the very attractive teal, blue, and gray and white paint scheme of the Sprinter rail service and deliver those to you later this year. And an American model with a different connection was a little Whitcomb industrial switcher made by the Whitcomb Locomotive Company that was made in America and delivered to Europe during World War II. And quite a few of those were shipped and used by the U.S. Army Transportation Corps. And they also remained, many of those remained there in the post-war years to help with the rebuilding and stayed on after that as regular locomotives on railroads. In particular, the Netherlands had quite a few of those. And some of them were used, for example, one was on the first train into Rome after the liberation, and the first train crossing the Rhine, the first train into Paris. So they've got some real history behind them. And quite a few of them came back to America, and as they were arriving here, the war in Asia was concluding, and they thought they'd be needed there, but were then unneeded. So they were actually sold off to various short lines and industrial railroads in America. And later, two of those locomotives were returned once again to Europe, where they were restored by tourist railroad groups in the Netherlands. And those are in operation today. So there'll be first the U.S. Army Transportation Corps and the Netherlands versions coming, and there might even be some other versions coming down the track later. Whatever version it is, I'm sure you will enjoy running those great new locomotives on your railroad. Thank you very much and have a nice day. Bye. So, also, wir haben jetzt auch einige unserer Auslandsvertretungen zu Wort kommen lassen. Jonathan Metter aus USA ist ja Vertriebs- und Marketingmanager bei Pico America in San Diego und er freut sich also schon sehr auf die Desiro-Geschichte. Ja, wie sieht's aus, Herr Fröhlich? Jetzt sind wir, glaube ich, durch, oder? Jetzt müssen wir noch kurz auf die kleineren Spur weiden. GNTT? Genau. Und? Gibt's Gartenbahn auch? Ja, natürlich gibt's Gartenbahn. Okay, also auf geht's. Fangen wir an mit? TT, gerne. TT. Gut, also, oh, wenn ich das jetzt ins Bild ziehe, dann werden wir wieder hören, das kann doch nie TT sein. An der Kupplung erkennt man es dann bestimmt. An der? Okay, ja, also, gut. Also. Ja, also in TT auch Highlight 8310, genauso wie wir es in H0 bringen, deswegen haben wir ja auch das nochmal mitgebracht, das H0-Fahrzeug. Wird auch ganz, ganz schönes Modell kommen in TT mit Feuerbüchsenbeleuchtung, Fahrwerksbeleuchtung, also auch da ganz, ganz schönes Fahrzeug. Und ich glaube, für die TT-Bahner ist es auch wirklich wieder auch da was Besonderes, denn auch die Lok hat es noch nie in TT gegeben. Mhm. Und da haben wir auch wieder eine Alleinstellungsmerkmal. Und es ist eine DR-Maschine. Also ich glaube, da bedienen wir den Markt wirklich genauso, wie es die Fans haben wollen. Es hieß ja auch immer, Pico soll doch endlich mal wieder Dampfloks machen in TT. Ja. Was war die letzte? Die 55er, ja. 55? Und die ist ja auch schon super geworden. Wie viele Jahre sind es her? Drei.
Drei Jahre. Ja. Ja, wir werden nicht jünger, oder? Also. Ja, Sie vielleicht. Ja. Man sieht's ja. Nein, aber wirklich ein tolles Fahrzeug und ich glaube, das schlägt auch wirklich ein. Und schon jetzt nach kurzer Zeit gibt es so viele positive Resonanz und ich glaube, da haben auch wirklich viele drauf gewartet. Das ist eine kurze Lokomotive, das heißt, die kann man auch auf Nebenstrecken sehr gut einsetzen, kann man aber auch mal über die Hauptbahn drüber, Personenzüge oder auch Güterzüge. Mhm. Und wir haben ja mit den Reko-Wagen auch schöne Wagen dazu, aber sie haben ja da noch eine andere Formneuheit, die wir, jawohl, der G02, der wird auch in TT kommen. Schön. Und wird auch kommen als Set mit dieser Lackierung bzw. Bedruckung, die wir hier haben. Mhm. Das ist ja auch so ein richtiges Sammlerthema. Also so ein bisschen authentische Werbung, zeitgenössische Werbung, das bringt gleich Leben auf so eine Anlage. Okay, super. Also TT-Bahner können sich freuen, dass wir auch was für Sie machen. Und neben dem TT haben wir jetzt noch unsere N. Jawohl. Da stimmt der Maßstab dann. Halt, doch. Ja, also erst zeige ich Ihnen mal die Lok, wie sie ausschaut. Das ist 216. 216.010. Was in H0 sehr, sehr erfolgreich. Also ich habe immer gefragt, ich verstehe das ja nicht, warum wir haben eine 218er im Programm und dann meinen meine Freunde, die müssen noch eine 216er machen. Aber offensichtlich haben sehr viele Kunden das ganz toll honoriert. Wir haben die super verkauft. Ja. Und es ist ja auch ein bisschen anders als die 218er. Also absolut. Die 218er ist, glaube ich, ein bisschen runder vorne. Die hat ziemlich scharfe Kanten, oder? Ja, bei der ist es ja sowieso eine Besonderheit, weil es so ein bisschen eine Mischform ist zwischen Vorserie der 216 und der Serie. Das heißt, bei der kommen wir sowieso verschiedene Faktoren. Wir haben die auch in N. Reden Sie noch weiter. Na, also ich freue mich ja, dass das Modell jetzt ins Bild reinkommt. Ja. Genauso wird sie jetzt eben auch in N kommen. Auch hier die 216.010 als erste Lokomotive. Und auch die hat es eben noch nie gegeben in N. Und ich glaube, für Sammler ist das wirklich was ganz Besonderes, weil das sind so Meilensteine in der Lokomotivgeschichte. Ja, aber nicht nur Sammler, ich meine, es sind auch N, gibt es ja auch viele Fahrer. Ja, natürlich, aber beidermaßen. Also die Lokomotiven fahren bei uns ja schön, das weiß ja auch jetzt jeder, da braucht man ja nicht, glaube ich, viel drüber reden. Features sind toll. Keine Vitrinenmodelle machen wir, machen welche, die auch fahren. Hm? Absolut, aber nichtsdestotrotz ist es eben eine so besondere Lokomotive, egal ob ich jetzt schon ein paar habe von dieser Familie, von der V160. Das ist was Besonderes und die möchte man auf jeden Fall dazwischen haben und die komplettiert einfach auch so einen BW. Und dann haben wir noch was in N, aber da wir dachten, dass wir Ihnen heute schon was zeigen können, aber ja, Transport ist im Moment ein Riesenproblem und wir haben die ersten Abspritzungen von diesem Modell in N. Jawohl. Und das ist ein? Silberling. Silberling. Jawohl. Ja. Kommt in verschiedenen Ausführungen und für die moderne Variante kommt dann auch noch der Steuerwagen, der Wittenberger Kopf. Oh. Der ist auch sehr schön und haben wir auch uns ein bisschen was überlegt mit den Features, also auch mit der Innenbeleuchtung, ist ja optional immer nachrüstbar bei uns und wird auch, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Modell. Und da kann man richtig schöne Zuggarnituren zusammenstellen. Und sie rollen ja auch schön, wie man sieht. Ja, rollen schön, ne? Auch ohne Gleis. Okay, gut. Ja, liebe Pico-Fans, das war's für den H0, N- und TT-Bereich. Und jetzt haben wir noch einige Geschichten, zwei, drei Geschichten für den Gartenbahnbereich. Und da wollen wir Sie noch kurz mit nach draußen nehmen. Zieh mal Badnerjacken an, oder? Sie können Ihre Jacke behalten, aber ich werde mein Jackett wieder anziehen, es ist mir zu kalt draußen. Wahrscheinlich werde ich sogar wieder meine Pico-Mütze aufsetzen, weil Sie haben ja Haare, ich habe ja nur einen schönen Kopf. Ja. Okay, gehen wir mal bis raus. Gleich. Gut, Fröhlich, so jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal zur Anlage rüber und boah, ist ja sogar noch Sonne rausgekommen. Extra Mensch. Für uns, ist doch extra perfekt. Für uns. Ja, super. Und wir haben auch Masken aufgehabt, weil wir ja durch den Betrieb gegangen sind oder durch die Verwaltung und jetzt gehen wir zur Anlage. So, da sind wir jetzt auch bei unserer Teststrecke für die Gartenbahn, da haben sie ja richtig Schnee aufgebaut hier, wow. Ja. Aber beweist, dass er auch wirklich, wirklich wettertauglich ist, unsere Gartenbahn. Ja, die ist wetterfest. Cool. Ja. Gut, also G-Modelle, Gartenbahnmodelle. Wir haben jetzt wieder die Masken abgesetzt, weil wir jetzt ja wieder draußen sind. Gut, was haben wir denn? Fangen wir mit dem Kleinen an, oder? Ja, fangen Sie an. Das ist der PWG, ein Gepäckwagen oder ein Güterzugbegleitwagen der Deutschen Reichsbahn und passt perfekt zu unseren Reko-Dreiachsern, die wir ja letztes Jahr rausgebracht haben. Mhm. War für uns eine sinnvolle Ergänzung. Kann man natürlich auch die Türen dann aufmachen, kann auch Innenbeleuchtung nachrüsten. Ist jetzt noch ein sehr, sehr frühes Muster. Ja, das ist ein Volumenmodell. Ja. Also das hat hinterher damit nichts zu tun. Es geht
bloß bei den Volumenmodellen um die Größe, um die Dimension, damit wir ausprobieren können, ob die auch gut zu den anderen Wagen passen. Machen wir immer. Und passen perfekt. Ja, und dann Highlight. Highlight für dieses Jahr, gläserne Zug. Da unten steht er. Echtes Kultfahrzeug. War im Westen natürlich sehr viel unterwegs, nach der Wende auch im Osten sehr viel. War auch in Lichtenfels, also hier in der Nachbarschaft unterwegs. Und in Strecken, wo zum Beispiel keine Oberleitung war, man sieht ja, es ist ein elektrischer Triebwagen, da wurde dann einfach eine Diesellokomotive vorgespannt, waren Reisegesellschaften drin und wir bieten da ja auch wirklich eine super Ausstattung an. Also, ich weiß nicht, ob Sie da was dazu sagen wollen, was da drin ist. Nee, sagen Sie nur. Da haben wir Figuren drin. Figuren? Okay. Man kann nachrüsten, dass die Pantographen sich heben und senken. Natürlich so, dass man nicht einen super Antrieb da sieht, weil alles hier, was man an einem Fenster sieht, ist natürlich frei einsehbar, sodass eine schöne Inneneinrichtung zur Geltung kommt. Führerstand von und sehr viel Unterflur eingebaut dann an Elektronik. Und das wird ein Traum, da bin ich mir ganz sicher. Und auch wieder ein Volumenmodell. Also das, wie gesagt, machen wir Volumenmodell, ist also, hat nichts dahinterher mit der Ausführung zu tun, sondern reines Volumenmodell, wo Papierfenster aufgedruckt sind. Und wir wollten das einfach mal zeigen. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, der ist mit Beleuchtung, fährt nachts auf der Gartenbahn und Fenster beleuchtet, Figuren drin. Tolle Geschichte, dann können Sie zu Ihrem Nachbarn rufen, hallo Frederik, komm mal rüber, hab was Tolles für dich. Und das ist doch eine tolle Geschichte. Ja, gut. Und dann noch ein Highlight. Weichen. Wir bringen zwei neue Weichen, also eine Links- und eine Rechtsweiche, die R3-Weiche. Und ich glaube, da hat der Markt drauf gewartet, besonders aus den USA haben wir sehr viele Rückmeldungen bekommen. Jonathan, you wanted to say something to the Switch? Which we made specially for you, so please tell us. Maybe it would help to explain this by thinking of the old children's story of Goldilocks and the Three Bears. You know, she gets into the bear's house while they are out, and she tries various things, and some she likes and some she does not. She tries a bowl of porridge, and one is too hot, and she tries another one, and it's too cold. And she finally tries one, and it's just right. And that theme keeps coming up in the story of just right. You know, people love the Pico G-Track program, not only for quality, but for the geometry that we really thought about that in the engineering, so that it doesn't require so many little pieces of track. But one thing that's been missing in the Pico G-Track program, in fact, in all of G-Scale, is a great quality medium size switch. We offer switches to go with our curves in the 600 millimeter and in the 1240 millimeter and the 1565 millimeter, or as we say in English, 4, 8, and 10 foot diameters. But what was missing was the 920 millimeter or 6 foot diameter size switch to go with the curves. And we're going to introduce that this year. It will be made to match up to a piece of our 280 millimeter and 140 millimeter straight track put together, and 3/4 or 22.5 degrees of one of our R3 curve sections, which are 30 degrees. It will also include the little 7.5 degree section, as the other two larger switches do. And I just think that a lot of people are going to find this to be a perfect solution. So you'll notice these are all right-hand switches, and maybe that'll be a little reminder to you that with Pico, you're always on the right track. And I hope that you'll find that to be a track to success in your garden railroad hobby in 2021. We thank you for giving us great suggestions for new items continuously, and we just wish you a great year with Pico. Thank you. Great. So, ich hoffe, Sie haben das gehört, was Jonathan gesagt hat. Er ist ganz begeistert von der W3, oder? R3. Und ja. Obwohl, Sie haben schon recht mit W, wenn ich es mir überlege, weicher. Also kann man W3, genauso sagen. Aber R3, hallo, ist der R3 ist der Radius. Aber also, hallo. Ja, hallo. Ist zu kalt hier draußen. Ja, friert das Gehirn ein. Also, Radius R1 zwischen R1 und R5. Genau. Und das ist eine Weiche, wie der Jonathan schon sagte, gab es bisher noch nie auf dem Markt, ist sehr gefragt und wird viele Freunde finden. Ja,
Das war's dann. Liebe Pico-Freunde, das war's mit der Vorstellung der Neuheiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie einen gewissen Einblick bekommen haben über das, was wir in den nächsten Monaten für Sie vorbereitet haben, was wir Ihnen ausliefern werden. Ich darf Ihnen ein wunderschönes Modellbahnjahr wünschen und habe mir gedacht, dass wir uns mit ein paar Bildern vom Thüringer Wald hinter mir verabschieden. Und tschüss.